Guten Abend aus dem Kölner Dom. Wir stehen hier mitten in der Nacht am Spieltisch, an dem großen Spieltisch der beiden Orgeln. Und ich möchte mal ein paar Dinge erklären zu diesem Spieltisch, der ja schon ein bisschen besonders ist, allein dadurch, dass er zwei Orgeln beinhaltet und dadurch eine ziemlich große Anlage ist. Der Spieltisch steht hinter dem Rückpositiv, was man hier an der Seite sehen kann. Hier geht es in den Kirchenraum raus. Man sitzt also mit dem Rücken zur Kirche und mit dem Rücken zum Altar. Was zuerst ein bisschen vielleicht ungewöhnlich ist, weil die Orgel natürlich diese seltsame Stelle hat im Querschiff des Doms. Als der Spieltisch geplant wurde, das war 2001, 2002 war die Einweihung der restaurierten Orgel, war es mir ganz wichtig, dass der Spieltisch so ist, dass er trotz der riesigen Registerzahl und der komplizierten Anlage doch eigentlich einfach zu bedienen ist. Und ich bin sehr froh, dass es eigentlich gelungen ist. Es gibt ja viele Gastorganisten, die hierher kommen. Und ich sehe immer, wie schnell alle Kollegen sich zurechtfinden. Und bin froh, dass es eben so gelungen ist. Man sieht die Anlage der Register neben den Klaviaturen. Alles, was auf dieser Seite ist, ist die Querhausorgel, die große Querhausorgel mit 90 Registern, mit vier Manualen, also Pedal, Positiv, Hauptwerk, Schwellwerk und das Hochdruckwerk und ein besonderes Werk mit ein paar alten Registern. Und auf der rechten Seite die Schwalbennestorgel mit wieder Pedal, Rückpositiv, Hauptwerk, Schwellwerk. Die Orgel hat ja nur drei Manuale, deswegen ist das leer. Und hier hinten sieht man noch ganz im Eck die beiden Trompeten, die im Westen über dem Eingang, also 100 Meter von hier entfernt, stehen. Die haben sogar ein extra Schloss, die kann man nicht einfach spielen. Die sollen ja auch nur zu besonderen Gelegenheiten gespielt werden, eben wenn es einen Bischof-Gottesdienst gibt mit dem Kardinal. Natürlich auch in Konzerten, aber sie sollen eben doch eine Besonderheit bleiben. Ich weiß, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt, zu der Ästhetik vor dem Spieltisch. Manche sagen, der ist ja ganz scheußlich. Manche finden ihn auch schön. Ich glaube, die Mehrheit findet ihn ganz schön. Ich war auch zuerst überrascht, als von der Firma Kleist der Vorschlag kam, diese alten Wippen, die man eben in der Orgel von 1948 hatte und die Kleist in dieser Zeit gebaut hat, wieder aufzulegen und wieder zum ersten Mal zu bauen. Die werden mittlerweile öfters wieder verwendet. Für mich war das auch zuerst so ein ganz alter Look. Mittlerweile bin ich total froh darüber, weil sie ergonomisch ganz fantastisch sich bedienen lassen. Sie sind ganz klar zu sehen. Man sieht sofort, wenn Register gezogen sind oder wenn nicht. Man kann es schön anfassen, kann die Schrift gut lesen. Also das, glaube ich, war das Beste, was man machen konnte. Natürlich wollte ich zuerst, das ist immer der klassische Reflex von Organisten, die Manubrien haben à la Cavaillé-Coll. Jetzt bin ich total froh, dass wir das nicht gemacht haben. Es ist ja auch keine französische Orgel. Und es wären sowieso zu viele Register. Man kann so viele Registerzüge nicht unterbringen mit den großen Zügen. Und ja, so ist es, glaube ich, am elegantesten gelungen. Die Aufteilung der Register auf die eine Orgel, auf die andere Orgel, macht es dann auch leichter, eben alles zu überblicken. Für mich ist das ja sowieso, das ist immer mein wichtiger Satz, wenn man im Dom spielt, man muss das behandeln wie eine Orgel. Man darf nicht sagen, heute spiele ich die Orgel, morgen spiele ich die Orgel, sondern es ist ein Instrument, was im Raum ein bisschen verteilt ist. Und dann kommt auch der runde Klang, der den ganzen Raum füllt, wirklich zustande. Die Anordnung der Register ist natürlich auch eine Diskussion, wenn man den Spieltisch plant. Also wir haben dann uns entschlossen, eben von innen nach außen zu gehen. Bei der alten Orgel waren die Koppeln an der Innenseite und dann kamen erst Register. Jetzt haben wir aber die Koppeln nach außen, sodass man eben die wichtigen Sachen, was den Klang belangt, eben sofort griffbereit hat und dann die technischen Dinge am Rand. Ganz oben links ein auffälliges Register, Vox Balene, die Walfischstimme der 64 Fuß. Hier oben
gibt es noch ein paar besondere Register, natürlich die Hochdruck-Trompeten, Tuba Major. Die etwas. Das dunklere Tuba Mirabilis, eine sehr schöne Konzertflöte, alles auf diesem Sondermanual. Und ganz was Besonderes, das sind die alten Mixturen der Orgel von 1948, die man heute eben nicht mehr im Hauptwerk oder im Positiv haben will. Die waren damals die wirklichen Mixturen der Orgel mit Terz, Zimbel und Nonenkornett. Das wäre für uns heute nicht mehr tragbar. Man hat natürlich in Anführungszeichen normale Mixturen, aber es gibt ganz interessante Mixturklänge. Zum Beispiel, das ist, was ich spiele, ist keine Verstimmung, sondern das ist eben ein Aliquot. Das ist schon erstmal gewöhnungsbedürftig, aber kann ganz tolle Farben erzeugen. Das ist alles zusammen ein sehr, sehr spritziger synthetischer Klang. Ich bin froh, dass wir eine Quintade gerettet haben, die zuerst mal in der Planung raus sollte. Die ganze Orgelanlage hätte bei fast 150 Registern keine einzige Quintade und mir gefällt dieser Klang sehr gut. Es gibt kein Register in der Orgel, vielleicht neben einer Vox Humana, das so traurig klingen kann wie eine Quintade, und es ist ein ganz eigener Klang. Es gibt auch hier oben noch ein Sonderregister, eine Klarinette mit einer durchschlagenden Zunge. Ein ganz wunderbares Register, auch einzigartig im Vergleich mit allen anderen. Bei der Planung war mir wichtig, wie schon gesagt, dass der Spieltisch gut zu bedienen ist, auch einfach ist, was nicht nur die Anlage betrifft, der Register, sondern auch überhaupt die Bedienung während des Spiels. Mir war wichtig, dass unter jedem Manual ein Sequenzer ist. Das vermisse ich oft bei Orgeln, die manchmal nur unter dem untersten Manual haben, aber gerade die Erfahrung zeigt, dass man, wenn man auf dem Schwellwerk ist, man ganz oft Register wechseln muss. Wenn man das Pedal verleisern will zum Beispiel oder dann derweil im Hauptwerk was schalten will. Wahrscheinlich ist der Knopf unter dem Schwellwerk sogar der, den ich am meisten bediene, mehr als den und vor allem der, wo der an der klassischen Stelle hier unten ist. Die Setzerknöpfe und die Speicherplätze habe ich mir gewünscht, in den Registerwangen zu haben und nicht an der klassischen Stelle hier unten. Ich bin zum Beispiel ein relativ großgewachsener Mensch und muss dann immer ein bisschen so zurück und schauen, wenn ich eine bestimmte Kombination drücken muss, und das geht ohne Problem und ganz leicht, wenn man spielt und sieht schon, wo man hindrücken will und drückt dann einfach da drauf. Das ist der Grund, warum wir das hierhin gemacht haben. Und es erlaubt auch, diese Leiste hier unten ein bisschen schmaler zu machen, sodass ich auch mit größeren Blickfreiheit habe auf die Schweller und auf den Sequenzerknopf und so weiter. Das sind so Dinge, die man sagen kann zum Spielen selber. Es gibt natürlich in der Seite und an anderen Stellen auch die Möglichkeit für Assistenten, das zu bedienen und weiterzuführen an beiden Seiten. Ein kleiner Trick auch war, diesen Aufwärtsknopf ein bisschen höher zu machen, dass man nicht schauen muss und Angst haben muss, falsch zu drücken, sondern weiß, der höhere ist der Aufwärts- und das ist der Abwärtsknopf. Das war an beiden Stellen. Die Orgel ist ja ein Musikinstrument, obwohl sie ja im Inneren manchmal sowas wie ein technisches Monster ist. Aber außen soll es wirklich nach einem Musikinstrument aussehen, finde ich. Und ich wollte möglichst wenig von irgendwelchen technischen Dingen sichtbar haben. Das heißt, eigentlich wie bei einer alten Orgel erstmal Klaviaturen, Register und sonst möglichst wenig. Also keinen großen Touchscreen links oder rechts oder großen Monitor auf der Orgel stehen. Als die Orgel gebaut wurde hier, und da war die Frage, wo kommt denn der Monitor hin, wenn ich
den Chor sehen muss oder den Altar sehen muss. Und dann hieß es, ja, den stellen wir da drauf. Und dann dachte ich, nein, das machen wir auf keinen Fall, sondern wir verstecken den. Der ist jetzt zum Beispiel hier versenkbar in der Oberseite. Den kann ich hier ausfahren und dann sieht man unter Umständen einen Blick in den Dom. Ja, das ist jetzt ein bisschen dunkel, weil die Nachtbeleuchtung an ist. Mit einem anderen Schalter kann ich den Spieltisch der oberen Orgel einschalten. Das sieht man jetzt ganz schlecht, nur ein bisschen der Blick nach unten, die 20 Meter, ein paar Registerknöpfe. Das ist der mechanische Spieltisch der Schwalbennestorgel und eben der Blick auf den Altar hinten. Und hier der Blick auf den Chor, wo ich sehen kann, wenn der Chor singt und ich den Chor begleiten muss, wie der Dirigent schlägt. Hier auf dieser Seite übrigens ist dann auch noch der akustische Monitor, ein Lautsprecher, den ich zuschalten kann. Dann habe ich eben optisch und akustisch eigentlich eine hervorragende Situation, weil ich beides sehr nahe sehe und sehr nahe hören kann. Und ich kann eben, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, Monitor versenken und alles ist aufgeräumt. Das hätte ich gern auch an meinem Schreibtisch, alles mit einem Knopfdruck versenkt. Geht leider nicht. Und diese zwei Schubladen hier sind eben auch zum Verstecken oder zum Rausholen dann. Hier gibt es verschiedene Spielereien noch. Es gibt einen Zimbelstern, den man in der Geschwindigkeit einstellen kann. Und wenn man ihn ganz langsam laufen lässt, dann kann man sogar hören, dass das eine Kölner Melodie ist. Ich verrate mal nicht, was für eine. Kann man gut hören. Und es gibt natürlich Röhrenglocken. Und es gibt eine Intervallkoppel. Das ist eine interessante Sache, zum Beispiel für das erste Manual. Hier sind rot die Töne angegeben, die jetzt gespielt werden, wenn ich jetzt einen Ton drücke. Ich habe hier das Register und es müsste eigentlich ein C kommen, aber es kommen vier Töne, nämlich die vier roten. Und ich kann das hier verstellen, indem ich jetzt zum Beispiel die alle ausschalte und mir einen anderen. Kann ich schon wirklich sehr interessant verwenden für irgendwelche Klänge, die man eigentlich sonst nicht so schnell erzeugen könnte. Also das ist die Intervallkoppel und es gibt natürlich das, was man bei so einem Touchscreen braucht, auch ein Replay, ich kann die Orgel aufnehmen, alles. Aber es ist eben schön versteckt und wenn ich es nicht haben will, mache ich es einfach zu und habe nur diese paar Sachen noch. Ich kann die Speicher schnell aufrufen und so weiter. Und dann ist es auch verschwunden. Auf der anderen Seite ist noch der unvermeidbare Liedanzeiger und die Motoren und die verschiedenen Videos, Hauptaltar, Kirchenschiff, Seitenkapellen und die Heizung nicht zu vergessen, die ja natürlich auch ganz wichtig ist. Ja, so ist eben die ganze Orgel und es ist, glaube ich, ganz gut gelungen und ich freue mich sehr, dass man an der an dieser großen Anlage wirklich doch alles sehr gut bedienen kann.